Willkommen zurück zu Warriors Orochi 2. Heute müssen wir wieder ran gegen Lubu. Im letzten Part haben wir Sun Wukong, den Affen, hier angetroffen und auch vernichtet. Wir wissen noch nicht, was er wirklich vorhatte. Aber Nuwa, die scheinbar hier die Mystikerin ist, die uns in Way Story begleitet, die kennt ihn. Aber was er vorhaben könnte oder wie die beiden zusammenhängen, hat sie uns eben halt nicht gesagt. Wir gehen jetzt zum Sea-Street-Tor, denn hier treibt Lubu sein Unwesen und dem wollen wir natürlich aus dem Weg räumen. Beenden Sie die Verfolgung der Unschuldigen durch den Tyrannen und zeigen Sie, wie der Held des Chaos kämpft. Shaodun hilft uns hierbei. Das kann auch noch cool werden. Am Sea-Street-Tor. The demon Lubu. The demon. He blindly blunders about, wreaking violence. He is merely a rabid dog that needs to be put down. His unparalleled might stands no chance against my ambition. Well, I look forward to seeing this for myself. The hunt for this mad beast. Kapitel 2, Schlacht beim Sea-Street-Tor. Cao Cao managed to drive back the tyranny of Dong Zhuo. Cao Cao könnte den Tyrannen Dong Zhuo zurückdrängen. Sun Wukong, the presence of this mysterious member of Dong Zhuo's army led Cao Cao to believe that perhaps the world would once again face a supernatural threat. Sun Wukong, die Anwesenheit dieses mysteriösen Kämpfers in Dong Zhuo's Armee ließ Cao Cao glauben, dass die Welt einer erneuten übernatürlichen Bedrohung gegenüberstehen würde. However, Nuwa, who seemed to know something of the matter, remained silent. Nuwa, die etwas darüber zu wissen schien, sagte jedoch nichts. Just then, reports came in that Lubu had appeared near Si Shui Gate. In diesem Moment wurde berichtet, dass Lubu in der Nähe des Sea-Street-Tors erschienen war. Hearing the news, Cao Cao gathered his most trusted soldiers and headed off to battle. Daraufhin versammelte Cao Cao seine besten Soldaten und zog in die Schlacht. In order for Cao Cao to realize his ambitions, he knew he must first defeat the unparalleled might of Lubu. Cao Cao wusste, dass er den unglaublich starken Lubu besiegen musste, um seine Ziele zu erreichen. Ninja, this time I will need you to take an active role in the battle. Ninja, diesmal müsst ihr eine aktive Rolle im Kampf übernehmen. All right then, as long as you're not going to get all dictatorial on me and demand I bring you Lubu's head. Gut, solange ihr nicht herrisch werdet und verlangt, dass ich euch Lubus Kopf bringe. Lubu can be dealt with at our leisure. A battle's outcome does not rest on the power of one person. Lubu können wir uns jederzeit kümmern. Der Ausgang einer Schlacht hat nichts mit der Kraft einer einzigen Person zu tun. I would like you to take part and see for yourself what I have in store. Ich möchte, dass ihr mitkämpft und selbst seht, was ich zu bieten habe. Tja, Ehrgeiz und Taktik. Das zeichnet Cao Cao eigentlich so aus. Dian Wei ist dabei, der Leibwächter von Cao Cao. Und der andere Leibwächter ist auch dabei, nicht Susu. Hier mit dem wilden Stier. Und ja, das ist Susus Steinbrecher. Seine Waffen sehen eigentlich alle ziemlich spektakulär aus, muss ich sagen. Selbst die normale Keule ist irgendwie ganz cool. Ah, ich nehme natürlich die vierte Waffe. Und Sima Yi ist am Start. Yeah. Dunkle Feder, not bad. Ordentlich Attribute drauf. Leider nur plus 5. Aber ich weiß, dass wir den im Traumus auch mindestens einmal noch nehmen werden müssen. Ja, da kriegt man ja ein vorgeschriebenes Team. Dann kann ich die Waffe vielleicht immer noch aufmotzen. Alles klar. Dann schauen wir uns mal an, was wir hier machen müssen. Das ist kein Geheimnis. Wir müssen Lubu besiegen. Und darf ich mal was anmerken? Was zum Geier ist da los? Wie viele Offiziere sind da bei Lubu? What the fuck, ey? Das sieht aus wie so ein Minengürtel. Oh, das ist ein Offiziersgürtel. What the fuck? Was hat der für eine Riesenarmee auf einmal? Wir haben meine Gegner. Lubu, Diao Chan. Wen haben wir noch Interessantes?
Natürlich ein paar Lubu-typische Offiziere, wie Gao Shun sind dabei. Hu Cheng, Wei Xu, Song Xiang natürlich, Zhao Xing. Cheng Gong natürlich, der Strategie von Lubu. Ansonsten ein paar Samurai-Warriors. Alles klar. Schätze gibt's hier sogar. Besiegen sie mit ihren beiden starken Alliierten den feindlichen Strategen. Damit ist wohl Cheng Gong gemeint. Gehe ich mal stark voraus. Bin gespannt, wie schwer das ist. Herr Schuster, war der Lubu-Fight ein Witz? Gucken wir mal. Zi Shui Tor, da sind wir nun. Musik ist aber Hulautor. Da gab's in Dynasty Warriors 5 keinen extra Soundtrack. Ja, gab's glaube ich nur in Dynasty Warriors 4 und 5 eben halt die Schlacht am Zi Shui Tor. In anderen Teilen war es quasi mit dem Hulautor verbunden, kann man so sagen. Can anyone stop me? Nice. Oh Mann, du mit deinem blöden Pferd. Komm mal runter von deinem hohen Ross. Wie er sich fühlt. Ich hoffe, Zima Yi ist noch stark genug mit seinen Attributen, weil der hatte immer spezielle Zauber drauf. Obwohl er Speed-Charakter war und ist, hat er immer viel Schaden gemacht. Er wurde ein bisschen abgeschwächt. Auch er wurde genervt. Also was sie mit den Speed-Charakteren gemacht haben, finde ich ein bisschen bitter. Ah, okay, aber dafür wurde der Musu-Verbrauch gesenkt. Der war höher in Orochi 1. Alles klar. Jetzt kann man das nutzen, um die Gegner einzufrieren. Ist auch sehr clever. Hat jetzt einen anderen Nutzen. Früher hat es mehr Schaden gemacht und jetzt verbraucht es weniger Musu. Aber ja, zum Einfrieren kann man es halt gut benutzen, ne? Hier haben wir da vorne Probleme. Ja, hier müssen wir auch aufräumen. So ist es nicht. Kong Tzu, mal gucken, ob du hier schneller aufräumen kannst. Mann, guck mal. Lassen sie sich hier gar nicht zurückschleudern. Kriegen ja kein Knockback. Hol ich die mit der fetten Keule, aber was ist denn das? Was, die sind fast besiegt an der Front. Wollt ihr mich verarschen? Was machen die denn schon wieder? Was machen die denn da schon wieder? Wie können die denn so schnell verkacken? Ignoriere ich die jetzt einfach alle. Dann gehen wir schnell in die Mitte. Dass nicht anders geht. Komm, greif mich an. Debated. Das müsste reichen, ja. Und BAM! Yeah. Sein True-Musu ist einfach mega geil. Dieser Schockwelle noch am Ende. Ja gut, jetzt habe ich da ein bisschen, das Ganze oben schnell beendet. In die Mitte so nötig die Hilfe, die man halt, hat. Och du Scheiße, die... Was zum Geier! Wo ich gesagt habe, es sieht ja so aus wie so ein Minengürtel. Und dann habe ich mich revidiert, das ist so ein Offiziersgürtel. Der ist jetzt einfach hier vorgerückt. Alle Offiziere sind in der Mitte. Ja gut, da kann ich ausnahmsweise erstmal verstehen, dass die hier Hilfe brauchen. Das ist ja unfassbar krass. Hier ist ja richtig was los. Aber nichts zu lachen, Freunde. Vor allen Dingen, wieso hat Yan Baihu so eine Aura? Ist doch nur fucking Yan Baihu. Oder haben die alle eine Aura? Das kann natürlich sein. Kung Fu Song ist eine Schwierigkeit, ich weiß sowieso nicht, was der hier macht bei Zao Zao. Einer von He Jins Leuten. Na und mein Fing. Eieiei, ey, das ist aber was. Also für die zweite Schlacht, das ist ordentlich, ne? Vielleicht hätte ich die ja irgendwie schwächen können. Dann Shao Yuan wollte ja auch jetzt die Ostroute nehmen. Vielleicht wäre da was möglich gewesen, ne? Will die halt nicht hier weiter strugglen sehen, die Verbündeten. Die haben schon so viele Probleme gehabt. Ich meine, ich kann die auch mit Aura besiegen, wie ihr sehen könnt. Dauert nur ein bisschen länger. Hunuichi hat Hu Cheng besiegt. Nice. Huang Fu Song hat jetzt aber aufgegeben. Song ist ja mal ein bisschen too much für ihn. Oh, Hunuichi räumt gut auf, muss ich sagen. Auf sie ist Verlass. Hat sie auch gesagt, ich helfe ohne Probleme. Solange ich nicht Lubu umbringen muss. Kann ich verstehen. Hat schon Bock, gegen Lubu zu kämpfen. Außer Zao Zao vielleicht. Ja, sehr siegessicher erschienen. Zwischensequenz. Jo, Dian Wei. Rast aus. Was? Jetzt Kotaro Fume da oben erschienen. Ernsthaft. Ja, ich gehe da jetzt aber nicht hin. Pech gehabt, muss Shao Yuan alleine klarkommen. Das kann ich nicht tun. Wenn ich jetzt weggehen würde, dann hätten die echt nichts mehr zu lachen. Ich glaube, wir würden alle verkacken hier. Sogar Kunuichi, die eben so einen guten Job gemacht hat. Das ist einfach zu viel hier.
Und es sind immer noch nicht alle. Wenn ihr jetzt meint, diese drei Offiziere sind die letzten. Nö. Guckt mal. Westlich von der Basis. Da versuchen sie tatsächlich das Tor einzunehmen. Da sind auch noch ein oder zwei Offiziere. Das ist wirklich krass. Sind jetzt schon am strugglen? Nee. Das Show-You hat eine Probleme. Nö. Ist nur engaged mit Kotaro. Weiß nicht, vielleicht schafft er den ja sogar alleine, aber eigentlich möchte ich ihm schon helfen, aber erst wenn wir die hier besiegt haben. Komm schon. Schade. Yeah. So, dann wollen wir mal sehen. Ach, Zhaoxing ist hier noch. Ja, der war dafür verantwortlich, dass Shaodun eh mal das Auge verloren hat. Deswegen klopft Shaodun die ganze Zeit auf dir ein. Immer noch von Rachegelüsten geprägt. Und Kunichi stiehlt wieder mal den Kill. Sehr schön. Gut. Dann wollen wir mal sehen, wer hier ist. Ach so, das... Nee, Yan Yu ist es nur. Okay. Just in time? Du hast dich nie mal gemeldet. Ich wusste nicht, was du Probleme hast. Hast du mal eher was gesagt? Ich meine, Huang Fusong hatte auch Probleme und ich habe nicht geholfen, ne? Naja, so ist es halt. Selbst ist der Mann. Ein bisschen was leisten müssen sie schon. Direkt versagen, dann brauche ich die auch nicht retten. Ach guck, schau, Yon räumt Power oben wirklich alleine auf. Trotzdem helfe ich da mal ein bisschen nach gleich. Schauen kannst du nicht. Übrigens ist dein Warriors 4 Outfit von Xusu. Many more to go. Sehr schön. Feuerangriff wurde abgebrochen. Ja, juckt doch keinen. Solange ich dich so besiegen kann. Er braucht schon Feuerangriff. Ganz im Ernst. Wir sind doch nicht die Wut rum. Haben wir sowas nötig? Nein. Ah, jetzt rückt Lebu auch schon vor. Seriously? Das ist uncool. Für den bin ich jetzt noch nicht ganz ready. Da möchte ich dann doch noch Kotaro jetzt besiegen. Warum nicht, ne? Ho. Hält ordentlich was aus. Aber es heißt, hält viel aus. Ja, nur viel Leben eigentlich. Ja, Bauchklatsch hat zwar getroffen, aber so viel Schaden hat er jetzt nicht immer. Nicht gerade der beste Spezialangriff. Die Shots. Frauenbattle. Ja, aber erst wollte Kunoichi die Oshan so ein bisschen trollen mit ihren Ninja-Skills. Aber das ging wohl irgendwie ein bisschen in Hose. Habt ihr es gesehen? Das war ein bisschen fail. Was ja, Sumi Yoshi ist schon wieder in Schwierigkeiten. Das war, glaube ich, der Typ, den wir da eben am Tor geholfen haben. Ja, nichts drauf, was der Zahnbelag. Und vor allen Dingen, kämpfen die jetzt alle zusammen. Eieieiei. Ach, da oben habe ich jetzt einen vergessen. Das ist mir jetzt egal. Das ist eben nur so ein Ninja. Ja, das kriegen die schon alleine hin. Hanhao und Shaoyuan. Na, auch nicht von vorgestern. Boah, die Range, ey, von dieser Keule. Jesus Christ. Gut, dass die Away Counter kann, was? Ja, also, wir vernichten jetzt erstmal die Unteroffiziere und Lubu können wir nur gemeinsam besiegen. Beziehungsweise ist es einfacher, den gemeinsam zu besiegen. Und dann beschwere ich mich wieder, dass das so leicht ist, ne, wenn wir zu sechs auf den einprügeln. Ja, gucken wir mal. Wieso kommt hier eigentlich jetzt die Lubu-Musik? Ich hab den noch nicht mal gesehen. What the fuck? Nee, das ergibt für mich keinen Sinn. Bam! Yeah! Stampfattacke war schon immer geil von hier away. Dann seid Dynasty Warriors 3. Also, nur Chengong, Diochan und Lubu? Ja, okay. Gucken wir mal, was sich hier machen lässt. Erstmal Chen Gong besiegen. Ja, aber auch schon einen Feuerangriff, ganz ehrlich. Ich glaube, den Feuerangriff etwa machen können, wenn man da um die Ninja einfach besiegt hätte. Schau, Yuan das gemacht, aber warum? War auch so schön anspruchsvoll. Auch geil. Was anderes. So, ich die Wut rum.
Wie gesagt, die Wutruben sind dafür bekannt für die Feuerangriffe. Ja, die Waitruben eigentlich nicht. Wo ist denn jetzt Diochan? Ich will wieder, dass Lubu ausrastet. Wir sind Diochan erst besiegen. Wo ist sie? Ich höre die ganze Zeit, aber ich sehe die nicht. Ah, da ist sie. Kämpft gegen Kunoichi, wie wir es gesehen haben in der Zwischensequenz. Hätte ich mir ja denken können. Lubu hat natürlich schon Doppelleiste. Aber es ist nicht so schwer, wie ihr denkt. Wie gesagt, wir haben schon mal gegen Lubu eine Schuhstory ganz am Anfang gekämpft und da war er auch relativ schwach. Eine Wu-Story hat er uns ja geholfen. Ja, ihr seht's ja. Verliert ordentlich was. Ja, ist ja lächerlich wieder, der Lubu-Fight. Lächerlich. Einfach nur lächerlich. Guckt's euch an. Was ist das? Das müsste reichen, ne? Ja. Oh Mann, ey. Ah, wenn ich da an die alten Lubu-Fights denke, von Dark Souls 3 bis 5, dann möchte ich hier am liebsten weinen, ey. Wie immer konnte euer Plan nicht scheitern, mein Lord. Habt ihr Lubus Gesichtsausdruck gesehen? Das war unbezahlbar. No matter how brilliant a plan I devise, without men to execute it, it is as useless as a mule with a spinning wheel. Egal wie brillant mein Plan ist, wenn ich keine Männer habe, um ihn auszuführen, ist er absolut nutzlos. Ihr gehört zu den wenigen, denen ich vertrauen kann. Werdet ihr auch weiterhin loyal sein? Zao, mir hat es sehr gefallen, euch kämpfen zu sehen. Ich glaube, die hat die gleiche Stimme wie Aqua aus Kingdom Hearts Birth by Sleep. Kommt mir sehr bekannt vor, die Stimme von Nuva. Ich habe euch gesagt, ich bin der Herrscher der Wave. Vergeudet keine Zeit damit, mich zu testen. Verzeiht mir, meine Mission ist wichtig und erfordert äußerst Vorsicht. Ich glaube, dass wir uns über Wichtigeres unterhalten müssen. Daji versucht Orochi zum Leben zu erwecken. Und dieser Mann, dem der Affe folgt, er scheint auf dasselbe Ziel hinzuarbeiten. So, wir haben keine Zeit zu verlieren. Helft ihr mir, diese Pläne zu durchkreuzen? Zuerst muss ich meinen Sohn eine Nachricht schicken. Ich lasse ihn so viele Truppen wie möglich versammeln. Zhang-He, ihr müsst Yuan Shao rekrutieren. Unter diesen Umständen brauchen wir jede mögliche Hilfe. Verstanden. Oh, ich verspreche, dass ich ihn mitbringen werde. Ich werde ebenfalls einige Nachrichten rausschicken. Vielleicht kommen noch andere unserer Bitte nach. Streng dich nicht zu sehr an, Vater. Ha! Huh. Ja, wie damals schon beim Hulauto, ne? Da hatte er auch mit Yuan Shao gemeinsam eben halt die ganzen, ja, Herrscher gegen Dong Zhuo versammelt. Dafür war auch Zao Zu verantwortlich. Und jetzt macht das wieder gegen Orochi. Sehr interessant. Stier. Ah, der hat so viele gute Sachen, ne? Hä? Ja, komm, den machen wir weg. Und der ist besser als der normale Stier hier, ne? Ja. Ah, hier ist noch ein Stier. Hä? Gefällt mir besser. Oh, okay. Und Xisu hat auch bessere Waffen bekommen. Denn bei ihm lief es nicht so, sag ich mal. Oh.
krass, dass wir hier in der zweiten Map schon so gute Waffen finden. Ich finde das bemerkenswert. Schwarze Feder, blenden töten. Feuereis, das passt besser zu Simagie. Alles klar. Dann schauen wir uns mal an, was wir im nächsten Part machen. Da machen wir nicht die Schlacht von Shizugatake. Das war, glaube ich, in Orochi 1 eine Schlacht, wo man mit dem Hojo zusammenarbeiten musste. Und ich sehe schon, wer der Gegner ist. Es ist Yuan Shao. Wir versuchen, Yuan Shao auf unsere Seite zu ziehen. Das ist eine Schlacht, ein Kampf, der nicht gegen Orochis Armee stattfinden wird. Ja gut, es war eben auch nicht gegen Orochis Armee, aber Lubu, der hat schon sehr oft mit Orochis zusammengearbeitet, deswegen ordne ich den schon oft in diese Kategorie Orochi ein. Aber hier kämpft er dann im nächsten Part gegen Yuan Shao, der wirklich unabhängig vor allen ist. Deswegen, seid gespannt. Daumen hoch, falls es gefallen hat. Falls nicht, wir uns wieder favorisieren. Ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann, ciao. Und danke fürs Ansehen. Macht's gut, haut rein.